Psst, wir schauen jetzt mal kurz auf den Server. Wir haben jetzt momentan 25 Slots. Natürlich haben wir freie Wahl, aber bis mal 25 kommen auf dem Server, machen wir mal 25 Slots und schauen mal, ob es geht. Wie geht's eigentlich mit dem Bild? Ah, kann ich nicht mehr. Okay. So. Ja. Wir sind hier auf dem Server scheinbar, ja, okay. Unterirdisch noch. Lieber jemand 3. Ja, ziemlich weit unterirdisch. Oh Gott. In einem, ja, Dark Oak Biom. Ruft Forest heißt es, glaube ich. So. Das Problem jetzt gerade mit der Sichtweite gelöst, aber scheinbar noch nicht ganz so gut. Ja, okay, es geht, aber es geht einfach noch ein bisschen lange. Es ist einfach wegen der Anzahl von Blöcken und vor allem die Höhenunterschiede natürlich ein bisschen schwer für den Server. Aber wir haben einen ganz guten V-Server und das sollte eigentlich das mehr als gut machen können. Ja. Also heute geht der Server eventuell online, das heißt, meine besten Kollegen können schon mal direkt online kommen. Und für alle anderen, ihr werdet in einem Modus sein, wo ihr nichts bauen könnt, also in einem Adventure-Modus. Das ist einfach wegen diesen Ringen. Ich bin zum Beispiel der Owner. Der Techniker ist der Techniker. Dann gibt es noch Bürger und ja, Neuling oder so etwas. Das ist das Wort gerade nicht. Aber und so weiter. Und eben der Freie, also wenn ihr wirklich ohne Empfehlung oder so online kommt, dann habt ihr natürlich noch einen Rang, wo ihr nichts abbauen könnt. Wo ihr alles besichtigen dürft. Eventuell auch diese Welten wechseln könnt und so, aber noch nichts abbauen könnt. Und wir machen das so, dass wir jetzt das Free Build ein bisschen einschränken. Wir machen das einfach wegen der Performance halber, damit nicht jeder so mega Villen baut und so weiter. Dass wir einfach Dörfer bauen und in jedem Dorf oder Stadt wird dann ein anderes Thema sein. Also zum Beispiel eine andere Religion, ein anderes Volk oder zum Beispiel eine andere, ja, ein anderes Zeitalter. Und ihr dürft da, ja, eigentlich ein bisschen frei wählen. Müsst aber mindestens 3 Leute sein. Ab 3 Leute werde ich es euch gestatten, ein Dorf zu gründen, ein bisschen weiter weg von einem anderen Dorf. Ich weiß nicht, was wir machen sollen als Mindestabstand, aber ich denke schon ein paar tausend Meter am besten. Weil wir sind ja verbunden mit den Waypoints, mit dem Waypoints-Mod. Und dann gibt es noch Portale in die andere Welten oder in große Städte, immer wieder die Portale. Und ja. Also, wir suchen gerade den Waypoint-Mod. Es gibt noch neue Mods, wir haben noch mehr eingefügt. Und ja. Ein paar auch wieder rausgehauen, weil sie ein bisschen Probleme machen mit dem Server. Im Singleplayer geht eigentlich ziemlich viel. Viele Mods, aber auf dem Server gehen nicht so viele Mods. Also schon viele Mods, aber ein paar nicht. Ich finde jetzt gerade den Waypoint-Mod nicht. Ah ja, genau. Die Klassen. Armor und so Sachen. Ja. Wirklich toll. Bibliocraft haben wir auch eingefügt. Und jo, es. Ich bin sowas von gehypt, einen richtigen Rollenspiel-Server zu haben. Also eben die anderen Welten werden, oh, wie schön, werden einfach die Farmwelt sein, Nephe-Farmwelt, Ente-Farmwelt und hier die normalen Nephe- und End-Welten sein. Ob wir jetzt mehr machen, also zum Beispiel eine ganz klare PvP- oder RVR-Welt, müssen wir natürlich noch mit den Spielern zusammen ja, ausdenken. Aber der World Generator ist so genial, dass ich schon wieder mega geil bin und fast nicht das Video
diskutieren kann. Aber ihr seht, also, es ist gewaltig. Jetzt können wir hier zum Beispiel die Steinstadt bauen. So eine steinzeitalte Stadt. Oder sonst irgendwas. Ah, ihr seht es. Ah ja, genau. Prismarin. Bio. Einfach nur genial. Ja. Wunderbar. Und dann nehmen wir wieder die Strukturen. Was ist denn das? Ein Magierhaus? Keine Ahnung. Ach, wie schön. Wie das aussieht. Ja. Also ich bin gehypt, ich werde ab heute eigentlich livestreamen. Und werde heute schon beginnen mit einem anderen Game. Ich weiß nicht, ob ich Champions of Regnum livestreamen soll. Oder ein anderes. Werde ich dann mal schauen. Ja. Was gibt's dann sonst noch? Also eben, dass ihr halt einfach ein bisschen nach dem Dorf bauen müsst, sonst halt ein bisschen einsiedlig leben könnt und dort halt bauen könnt, was ihr wollt. Also, ja, solange es wirklich die Leute dann nicht stört, die in der Nähe dann Rollenspiel machen, könnt ihr eigentlich alles bauen dann dort. Aber ich denke eher, es ist halt schon ein bisschen begrenzt. Also ihr müsst schon schauen, was in der Nähe so gebaut werden kann. Aber wenn ihr wirklich das nicht wollt, wir können dann auch eine Plot-Welt machen, wo alle jeder ein Grundstück hat und dort bauen kann, was er will. Oder auch eine normale World-Generator-Welt. Ja. Und ja, es gibt ziemlich viele Plugins drin, also das Multiverse. Das ist die Wild Nature Welt, das ist eben der World Gen heißt Wild Nature. Das sieht seht ihr auch. Und Difficulty wird immer normal sein. Wir werden nie auf leicht oder schwer stellen. Weil es wird eher zu leicht sein, das Modpack. Weil wir haben OP, Ausrüstung und so weiter. Also MV-NV habe ich. MV, das muss ich noch eingeben. MV-List, glaube ich. Ja, da haben wir die verschiedenen Dimensionen. Und eine heißt Spectre. Was ist denn das für eine Dimension? Ah ja, die Mining World haben wir auch natürlich. Das dürft ihr gerne auch besser meinen. Also es geht besser zu meinen. Ja, und wir haben auch den Animal, also den Animania Mod wieder reingetan. Es gibt wieder mehr Tiere, aber die habe ich jetzt bis jetzt noch nicht gefunden. Die Animania Mod Tiere. Ich weiß es nicht, wo die sind. Vielleicht eher in den anderen Welten vermehrt. Weil das ist ja natürlich ein Wild Nature World Generator. Ist irgendwie matt. Einfach braunes Gras. Vielleicht hier unten. Vielleicht hat es hier unten ein paar Animania-Tiere. Und der Animania-Mod ist drin. Den haben wir reingetan. Also das ist wahrscheinlich nicht so gut. Sie werden sich danach ein bisschen helfen. Ist das Animania? Nein, das ist Bad Animals. Und das ist Mycelium. Ist das? Nein, auch Animal Plus. Ich weiß es nicht, wieso die nicht so generiert werden. Kann ich nicht sagen. Wegen dem World Generator, denke ich mal. Also wir werden den Leuten helfen dann mit Tieren, wenn man die nicht gut transportieren kann, oder? Also bei Mods werden wir schon ein bisschen helfen. Aber nicht natürlich irgendwas cheaten oder so. Also eher spawnen in der Wildnis oder so. Beagles sind auch. Also das ist Mystic World. Mystical World, okay. Ja, ihr seht es, das ist sehr, sehr zufällig, was wo ist. Aber ich finde die Biome einfach nur knall genial. Es gibt viel, viel mehr Biome. Viel, viel mehr. Ich weiß nicht, glaube ich, 140 neue Biome oder so. Ungefähr. Ja, leider wird hier der Generator wieder ein bisschen langsam sein. Ja, können wir halt nichts machen am Anfang, bis wir das alles optimiert haben.
Müsste halt ein bisschen, manchmal auch ein bisschen etwas aushalten. Was mit der Weltgeneration nicht ist. Das ist halt Java. Java ist halt immer langsam. Naja. Aber ihr seht, es gibt überall Details. Überall etwas zu sehen. Das ist einfach nur cool. Von der Baum, ey. Highlight. Mega schön. Hier haben wir grüne Äpfel. Jupp, also ich freue mich. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen Erfolg. Also einfach wenigstens ein paar Spiele manchmal. Und wenn nicht, ja, es ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe genug Geld, ich kann den Server laufen lassen. Irgendwann lassen wir auch. Und ja, wir müssen dann schauen. Also ich bin gespannt auf eure Reaktion. Es ist halt auf YouTube echt nicht so viel los bei mir. Auf Twitch ist es eigentlich immer wieder ein bisschen Ding. Also ihr seht, es hat noch Probleme. Das müssen wir noch fixen. Aber das wird sicher bald. Also der Technik ist sowas von talentiert. Dankeschön, XK Rules LP dafür. Und eventuell haben wir bald eigene Mods. Also es gibt dann neue Mods auf unserem Server, die ihr noch nicht kennen könnt. Und ja, es ist einfach nur krass. Also hier ein Dorf zu bauen, wäre das für Frauen, aber Männer dürfen natürlich auch gerne dort wohnen. Ein Eukalyptusbaum, cool. Wow. Ist natürlich schon ziemlich hardcore. Hier sieht es komplett anders aus als ein paar hundert Meter drin. Es ist einfach extrem, wie die Vielfalt mich so extrem motiviert. Und ja, manche Blöcke sind halt nicht da, weil sie Mod zu Mod sind. Das heißt also, Underground Biomes macht zum Beispiel die Texturen weg von einem anderen Erz, von einem anderen Mod. Und ja, deshalb ist da einfach eine fehlende Textur. Aber wir werden eventuell ein Texture Pack, also ein Resource Pack, noch machen, wo das dann auch fixt. Aber da müssen wir zuerst einen finden, der natürlich ein Texture Pack, also vor allem die Zeit hat, es zu machen. Weil ich könnte selber auch ein Texture Pack machen. Aber ich habe nicht die Zeit. Ich mache so viel Sport und so viel Livestream, Let's Plays und alles Mögliche. Ah, meine Lieblingsblumen. Ja, auch die Vogelblumen. Ja. Ich weiß nicht genau, wie sie auf Deutsch heißen. Aber das sind meine Lieblingsblumen. Sehen aus wie Dächer oder so. Coole Bäume. Und hier ist wieder das Wikinger. Berserker-Schiff ist das, okay. Aber ein ähnliches haben die Wikinger auch. Ist schon ein bisschen anders, glaube ich. Blaue Segel, hellblaue. Jo. Also eventuell können wir die Städte nach den Entwurfer-Völkern machen. Oder was ihr auch wollt, eigene Städte machen. Eventuell dann ganze Völker machen. Ganze Religionen. Und so weiter. Aber am besten keinen richtigen Krieg im Real Life dann, ne? Also kein Ding im Krieg. Wir haben nämlich dieses Ding, Voice Plugin. Damit könnt ihr mit jedem immer wieder reden in der Nähe. Und dann bitte nicht ausarten lassen, weil wir sind schon ein bisschen konsequenter als andere Server. Also so Streit reinlassen wir halt nicht so zu, weil wir ein Rollenspiel-Server sind. Und dadurch auch die Streitereien mehr Einfluss haben. Jo, und ich freue mich riesig. Ich hoffe auf mehrere Livestreamer, dass ich ein bisschen Werbung machen kann für den Server. Und ja, es wird sehr guten Support im Discord-Server geben. Es wird eben über Livestream Support geben und so weiter. Also einfach viel. Schauen wir mal kurz auf die Map, wo wir den Spawn wieder haben. Wo haben wir den Spawn? Ich weiß es nicht. Wir sind einfach immer wieder im Kreis geflogen. Ich glaube, hier war der Spawn. Kann das sein? Ich glaube auch, dass irgendwo hier in diesem Biom. Ah nein, das ist das Ding-Biom. Wir müssen Schwarzeichen-Biom finden.
glaube hier unten war das. Ich glaube hier unten. Ja. Also gehen wir mal nach Süden. Jo. Also. Ich habe vieles zu machen. Livestreams und so weiter. Ja, hier war das Spawn hier oben. Cool, cool. Also dann setzen wir den Spawn natürlich irgendwo hier unten hin oder so. Damit ihr nicht immer vom Berg kraxeln müsst. Und ja, genau, hier sind abgeschnittene Bäume. Weil die maximale Höhe ist erreicht. Genau. 256. Komm, 0000000. Jo. Ach, die Töne, also die Soundeffekte im Hinein. Warten. Wow. Okay, ich freue mich auf. Ja, ich denke heute Abend, wenn es mir gut geht. Jetzt ist es momentan noch nicht so gut. Der Wind hat mich halt ein bisschen. Ja, wahrscheinlich eine Grippe oder so gemacht. Aber es geht schon wieder besser. Und ja, immer gespannt. Ich werde vielleicht im Singleplayer ein Livestream machen heute auf twitch.tv/DragoBasel. Ein Singleplayer-Livestream machen heute. Mittag und am Abend dann Online-Livestream. Mal gucken. Oder direkt schon Online-Livestream. Okay, dann bis nächstes Mal. Tschüss.